Hallo, mein Lieben, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Emma Pixel und heute geht es weiter mit House Reality. Ich bin super aufgeregt. Wir haben zum einen ein schon wieder verändertes Profil, was ihr euch gerne mal durchlesen könnt. Nochmal ein bisschen unterstrichen mit Farbe, mit Goals, also mit Zielen und mit den meinen Breeding-Partnern. Aber darum soll es heute nicht gehen, denn die mongolischen Pferde sind draußen. Wir sind natürlich auch schon hier in Asien und haben 50 Wildlife-Tickets. Ich bin super aufgeregt. Ich weiß noch gar nicht. Ich glaube, wir ballern erstmal alles raus, was geht. Ich müsste genug Platz haben. Schauen wir doch mal rein, was wir finden. Das ging schnell. Das war aber andersrum gezeigt, ne? Ich bin gerade nur so ein bisschen irritiert. Aber es ist süß, auf jeden Fall. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen was fangen. Dann schauen wir uns das alles zusammen an. Na, was ist denn hier los? Gott sei Dank, alles klar. Wir haben jetzt zwei Tickets und zwei Pferde. Das ist verdammt gut. Na, das hat nicht geklappt. Ich bin wirklich auch sehr gespannt, was für Farben jetzt dabei sein werden, denn wir haben schon Farben gesehen. Das ist schade, aber das sah schon super genial aus, ne? So, das war jetzt das erste Ticket ohne Erfolg. Wir machen natürlich weiter. Wow, Leute, wow. Splash White 1 auf jeden Fall. Das ist ein ganz fantastisches Pferd. Schauen wir uns später zusammen an. Auch mit dem einen Ticket wieder ein Pferd. Ich habe erst eine Niete gehabt. Auch hier, wunderbar. Alles klar. Ich fange jetzt zuallererst einmal alles, was wir kriegen können. Denn ich habe das schon mal bei den Mustangs gehabt. Nee, ich möchte weiter, ich möchte ein erwachsenes Pferd und habe dann nichts bekommen. Dann nehme ich lieber etwas, ja, was nicht ausgewachsen ist. Okay, das war jetzt erst die zweite Niete. Das ist in Ordnung. Ich möchte mir die Pferde auch gar nicht so genau ansehen immer, weil wenn ich sie nicht bekomme, bin ich traurig. Kennt ihr das? Ich glaube, ihr kennt es. Okay, wir machen weiter. Ich bin immer noch total aufgeregt, was wir jetzt hier rausziehen und was die für Werte haben und überhaupt. Ich bin total. Ja, wir haben viel Braunbein, ne? Haben wir schon jetzt gesehen. So, das war jetzt auch wieder eine Niete, aber das ist in Ordnung. Wieder viel, viel braun. Da werden wir viel Farbe rauszüchten müssen. Aber ich habe, glaube ich, auch schon ein paar Stutfohlen jetzt rausbekommen mit den Tickets. Eine erwachsene Stute wäre noch total fantastisch. Könnte auch eine Niete werden. Nein, es ist eine Stute. Leute, Entschuldigung, ich habe in die Hände geklatscht, falls man das gehört hat. Sie sieht aus wie ein weiblicher Spirit, Leute. Okay, wir gehen nochmal rein. Ich bin immer noch total aufgeregt. Ich schwitze meine Hände. Okay, das ist ein Hengstfohlen. Schauen wir uns später an. Auch keine Niete. Waren bisher immer noch nur zwei oder drei Nieten. Ich hab's jetzt schon verdaddelt, weil ich so aufgeregt bin. Kennt ihr das? Oh Gott, ey, das ist ja echt Wahnsinn. Schade. Ich glaube, die Farbe war cool. Hab aber so schnell gedrückt, dass ich's nicht gesehen habe. Meine Maus ist auch extra ganz links hier, damit ich da direkt draufdrücken kann zum Fangen, damit sich das Pferd gar nicht lange überlegen kann, ob es bei mir bleiben möchte oder nicht. Oder war noch eine Niete bei? Na gut. Ja, das ist ein schöner Buckskin, würde ich sagen. Wir gehen nochmal rein. Schade, da war eine wunderschöne rote Stute. Wir werden trotzdem noch was. Schönes Fangen! Ja, ich hoffe, ich bin nicht zu laut für mein Mikrofon. Okay, wir machen weiter, wir machen weiter. Ich bin so aufgeregt. Nein, das ist ja nicht euer Ernst. Schwarze Stute mit einem Stern. Obwohl auch ein bisschen braun wahrscheinlich mit drin ist. Uiuiui, Leute. Das ist nicht wahr. Ich kriege hier gerade alle Zuchtstuten gestellt. Das ist ja der Oberhammer, meine Freunde. Auch dieser Hengst, alles klar. Jetzt hätte ich gerne noch mal ein bisschen Farbe mit drin. Das wäre jetzt noch so das Einzige, was ich mir wünschen würde.
irgendwas mit einer specialigeren Farbe. Ist auch wieder normal, aber mein Gott, es ist noch der ganz am Anfang und wir machen das Allerbeste daraus. Ich bin jetzt schon total happy und bin immer noch total aufgeregt und wir haben immer noch nicht die Hälfte weggeballert. Muss gleich mal im Auge behalten, wie viel Platz ich habe. So, wir machen weiter. Ich war ein bisschen irritiert gerade, weil die Pferde mir nicht angezeigt werden, die ich jetzt schon habe, beziehungsweise es wird nicht dazugerechnet, was ich wirklich irritierend finde. Aber egal. Wir packen erstmal weiter. Die anderen Pferde, die ich schon gefangen hatte, hatte ich gerade eben schon mal wegsortiert. Wir haben noch einen Hengst. Perfekt. Wir machen weiter. Ich bin so aufgeregt. Wir haben noch über die Hälfte vor uns, Leute. Und wir haben schon so viele tolle Sachen bekommen. Es wird eine Niete. Aber das ist nicht schlimm. Fuchsstute war das. Noch eine Fuchsstute. Alles klar. Ja, wir kriegen halt viele Fohlen, ne? Aber ich bin schon zufrieden. Wir haben schon jetzt ein paar erwachsene Stuten. Schade. Und zwei Hengste haben wir jetzt auch schon. Wieder eine Stute. Stutfohlen. Ein Hengstfohlen. Oh, das ist eine schöne Stute. Mit einem ganz fantastischen Klecks auf dem Kopf. Gucken wir uns später noch genauer an. Yes, noch eine erwachsene Stute. Das ist ja wirklich wie ja, das ist einfach ein Glücksspiel. Es ist einfach ein Glücksspiel und ein Zufallsprinzip. Ob man etwas bekommt oder auch nicht. Und wenn man etwas bekommt, was man bekommt. Vielleicht kommen da ja auch mal erwachsene Schimmel oder so bei raus. Wissen wir ja noch nicht. Oh mein Gott, Leute. Oh, wie schön ist sie, bitte. Und auch schon 9 Monate. Wunderbar, wir machen weiter. Ich freue mich. Endlich mal ein etwas anderer Farbschlag. So, wir haben die letzten 2 Tickets. Ich nehme euch nochmal komplett mit. Ich habe bestimmt dann bis dahin einiges rausgeschnitten. Ich nehme sie erstmal. Jawohl. Und letzte. Egal, was jetzt kommt, ich möchte es aufnehmen. In meine Herde. Nein. Ich hatte zwar jetzt so eine Farbe schon, aber ich hätte sie gerne nochmal. Ja, ich möchte mich gar nicht beschweren, ne? Ich möchte mich nicht beschweren. Alles klar. Okay. Wir haben jede Menge Fohlen. Jede Menge. Wir haben 21 Fohlen. Wir haben 2 Hengste und 6 Stuten, meine Freunde. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles in einer Folge zeigen soll. Wahrscheinlich gar nicht. Ja, ich überlege gerade wirklich, wie wir es machen. Das hier ist ja ein absoluter Traum. Da bin ich sehr stolz drauf. Wirklich sehr, sehr stolz drauf. Ich würde mal sagen, wir machen das wie dann auch immer sonst so bei den Fohlen. Ich werde das vielleicht dann in zwei Folgen aufsplitten. Ich bin mir noch gar nicht sicher, wie ich das jetzt hochziehen werde. Wir haben 2, 5, 5. Ja, ich bin einfach noch total überrumpelt von der ganzen Aktion. Ach so, ich muss natürlich auch wieder zurückreisen, ne? Alles klar. Wir werden uns jetzt mal grob angucken, was die hier so haben. Und Labor muss ich dann zu Hause machen. Also das heißt, ich muss sowieso 2 Folgen machen. Gut, machen wird es einfach so. Aber ja, der hat ja auf jeden Fall schon mal viel mehr GP als der Kumpel. Aber der andere hat einfach eine bessere Farbe, wie ich finde, persönlich. 282. Na, hier haben wir die beiden schon auf einen Blick. Viel bessere GP. Ich bin mal gespannt, wie es bei den anderen so aussieht. Wir gehen mal zu den Stuten rüber. Hier haben wir auch ein paar ganz feine Sachen. Alle in einer verschiedenen Farbe, außer hier die beiden. Obwohl hier die beiden, also sie hat eine andere Abzeichnung vorne. Ansonsten alle in einer verschiedenen Farbe. Die zwei sind zwar relativ dunkel, aber das eine ist braun, das andere ist auf jeden Fall dunkler.
Hier gehen wir auch gerne einfach einmal rein und schauen uns das hier an. 539, 363. Die kriegen natürlich auch noch alle wunderbare Namen, aber da habe ich jetzt einfach gar keine Zeit für. Auch hier 556. Damit können wir schon mal den anderen, das eine Pferd, den Hengst mit ihr verpaaren. Da haben wir nämlich schon mal relativ hohe GP, denke ich. 3, 5, 4. Ja, seid ihr auch so aufgeregt? Immer noch. Ich auf jeden Fall. 534. 192. Upsi, ja. Da ist ja auch ein bisschen da schief gelaufen. Gut. Ich bin so. Ich freue mich immer noch so sehr darüber, dass ich jetzt die Chance hatte. Oh, das ist ja auch eine relativ hohe GP, glaube ich. Die Chance hatte, hier mitzumischen, direkt am Anfang. Könnt mir gar nicht glauben, wie sehr ich mich darüber freue. Natürlich haben andere wieder mehr Chancen, die vielleicht mehr reingepayt haben, mehr Tickets haben oder sonstiges. Die haben natürlich auch eine höhere Chance, andere, bessere Pferde zu bekommen, logischerweise. Oh, jetzt ist das Dressage, glaube ich, das Niedrigste, was wir bisher hatten. Aber ganz ehrlich, ja, man soll sich nicht immer mit anderen messen, man soll zufrieden sein mit dem, was man hat. 165. Und genau. Auch für die Leute, die jetzt keine Wildlife-Pässe hatten, ganz ehrlich, es werden natürlich erstmal werden die sehr teuer sein, aber später wird das irgendwann, glaube ich, nicht mehr so das Thema sein. Also mehr als zwei Gut hatten wir noch nicht, ne? Mehr als zwei Gut gab es jetzt noch nicht. So, wir haben die Stuten durch und jetzt machen wir einfach doch, würde ich sagen, noch mit den Fohlen weiter. Denn da haben wir noch ein paar. Ein paar wenige haben wir da noch und ich bin gespannt, was wir hier haben. 535 auch an 282. Weiter geht's. Das war die ganz schwarze Stute. Super schick. 546, freue ich mich drüber. Warum wird das denn hier nicht so angezeigt, wie ich das möchte? 273. Das nächste ist einfach ein ganz ein einfaches Stutfohlen. Ohne Abzeichen. Ich hoffe natürlich, dass auch noch ein paar Roan bei sind, was man jetzt natürlich noch nicht sehen wird. Die dann einen schönen Körper bekommen oder so. Das wäre natürlich auch ein Träumchen. 192. So, dann haben wir hier einen braunen Hengst. 537. 174. So, nochmal eine Stute. 531. Ich glaube, das ist jetzt das Niedrigste, was wir bisher hatten, ne? 531. Aber 3 Gürt. 3 Gürt. 363. Ja, das sind auf jeden Fall nicht die besten GP, aber die besten ja, Werte hinten nach hinten raus, ne? Bisher 539. 273. Auch eine hübsche Farbe, ne? 538. 4 Gürt. 4 Average. 4 Below Average. Leute, das ist wunderbar. 4, 4, 4. Das ist ein kleiner Durchbruch, auf den ich jetzt gerade so ein bisschen gewartet habe und das hat sich auch gelohnt. GP-technisch ist noch nicht so gut, aber das finde ich gut. Finde ich gut, finde ich gut. Freut mich sehr. Darauf habe ich gewartet. Ich wollte eigentlich gerade irgendwas erzählen. Ach so, ich habe tatsächlich, wie es in der letzten Folge so. Oh, das ist bisher, glaube ich, das Schlechteste, was wir hatten. Ich habe es in der letzten Folge angekündigt, dass ich eventuell meine ganzen Welchis rausschmeiße und ich habe es bewahrheitet. Ich habe viel verkauft bekommen, aber auch ein paar weggegeben an Gisela, weil ich einfach den Platz haben wollte. Vielleicht flashen sie mich nochmal, wenn sie mit dem neuen Modell nochmal reinkommen. Aber so zur Zeit habe ich da einfach gar keine Freude dran gehabt. Und da dachte ich einfach, nee, komm, bevor die jetzt einfach weiterhin den Platz da belegen, dann machst du das. Schmeißt du die raus. Ich habe mich so hier auf die Mongolen gefreut. Und ja, das Schöne ist, wenn man so viele zum Vergleichen hat, dass man auch mehr sieht, welche werden wahrscheinlich dann schon rausgeschmissen und welche nicht. Zumindest vielleicht wirklich Stuten, wie sie jetzt hier, die wirklich schlecht sind, mit 526. Und einem Gurt nur, das sind dann so Kandidaten, die dann wahrscheinlich rausfliegen werden. 550 ist zum Beispiel gut, das weiß ich jetzt. Die natürlich nicht rausfliegen werden.
aber ein gut. Na, das sind dann wieder so Sachen. Da muss man sich das wieder überlegen, ne? Ne, warte mal, es müssen ja drei gewesen sein. Drei below. Oder man verkauft sie, weil viele natürlich auch nicht die Chance hatten, vielleicht was sich zu kaufen. Aber da gucke ich dann nochmal nach in Ruhe. Auch vor allem, wie die Farben dann noch sind, so dazu, ne? So, 545. Das macht mir gerade einfach so unfassbar viel Spaß, auch wenn man das nicht hört. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber es macht einfach sehr viel Spaß. Ich bin gerade so ein bisschen traurig, dass meine Wildlife-Tickets schon wieder alle weg sind. Aber gut, ich glaube, ich habe eine gute Basis. So, jetzt haben wir hier immer noch ein paar Fohlen, die wir uns anschauen. Genetik 529. 4, 5, 3, auch sehr schön. Darüber freue ich mich. 4 Good ist schon mal eine Hausnummer, würde ich sagen. Wenn man die gerade von draußen geangelt hat. Denn es ist ja auch immer noch ein Spiel und es soll eine Herausforderung sein. 7, 2, 7, 3. Wem das hier im Übrigen alles zu schnell geht und ihr habt, wollt in Ruhe gucken, ey, kommt gerne vorbei und schaut euch das an. Oder schaut euch die Fohlen an, wenn ihr irgendwie Interesse habt oder was, sagt mir Bescheid. Abgesehen jetzt von denen, wo ich weiß, dass ich sie auf jeden Fall behalten werde. Hier ist die Sternstute. Dafür sieht es nicht ganz beschissen. Der GP sieht schon sehr gut aus. Ja, wie gesagt, also ne, kommt gerne rum, guckt euch alles an. Habe ich ja nichts gegen, merke ich ja auch nichts von. 273. So, Fuchsstute, komplett in Rot gekleidet. 3 gut, auch gut. 3, 4, 5. Sehr schön, Leute. Ich freue mich wirklich sehr. Geht in die letzten Züge. 557. Das ist, glaube ich, auch richtig gut. Ich weiß nicht, ob das mein höchstes war bis jetzt. Aber dafür wird wahrscheinlich das hier im Keller sein. 273. Hätte schlechter sein können, aber hätte auch besser sein können. Aber trotzdem, ich freue mich mega. Freue mich mega. So, hier war ich. Jetzt geht es hier weiter auch mit einer Rapstute. 548 hört sich fantastisch an. Das war eine sehr einzigartige Farbe, weil alles andere war ja wirklich nur 558. Ui. Und so schön dazu. Und es ist eine Stute, ne? Ja, es ist eine Stute. Ja, das habe ich mir gedacht, aber es ist okay. Ne, 174. Weil die ist ja besonders hübsch, ne? Sie ist einfach hübsch, können wir nichts anderes zu sagen. Und hat verdammt hohes GP. Gut, die letzte Stute gucken wir uns an. 525 und 273. Alles klar, Leute. Wir haben uns erstmal jetzt hier durchgeklickt und die Namen muss ich alle noch machen. Ich muss aber erstmal rüberreisen und mir die ganzen Farben auch noch dazu anschauen. Und ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe hier bei diesem Hengst ein ganz großes Los gezogen, auch wenn er nicht die besten GP hat, ist mir total egal. Dafür hat der Hengst gute GP, damit kann man schon was anfangen. Aber die Farbe finde ich der absolute Oberknaller und die Stuten sind auch nicht von schlechten Eltern. Ja, ich freue mich total. Wir können natürlich das nächste Mal gerne zusammen die Genetik machen, wenn ich rübergereist bin. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Ich wünsche euch ganz viel Glück beim Fangen. Und ja, lasst mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.